Nicht nur die Regierung geht in die Klausur, sondern auch die Opposition. Die SPÖ-Spitze, die trifft sich an diesem Donnerstag hier in dem kleinen Örtchen in Niederösterreich in Mariatafel. Und das nicht ohne Grund, denn genau hier finden am 28. Jänner die Landtagswahlen statt von Niederösterreich. Und da möchte man natürlich wieder punkten können, denn nach dem letzten Regierungsaus bei der Nationalratswahl und dem absoluten Tiefpunkt bei der letzten Landtagswahl 2013, wo man nur mehr 21,6% erreichte und somit nur 13 Mandate abbekam, möchte man jetzt nun wieder durchstarten. Als Spitzenkandidat gibt es hier eben Franz Schnabel und der möchte natürlich jetzt in einen gestärkten Wahlkampf ab dem 6. Jänner starten. Die SPÖ, die kommt deshalb hier noch einmal zusammen, um natürlich vor allen Dingen sich ihrer Rolle als neuer Oppositionsführer gerecht zu werden und vor allen Dingen erst einmal festzulegen, wie sie die denn genau anlegen werden. Aber auch die Parteireform sind hier Thema und vor allen Dingen geht es darum, wie man denn diese soziale Kraft wieder stärken kann und die auch unter den Menschen verbreiten kann. Denn nach dem vorzeitigen Aus der Aktion 20.000 und dem Beschäftigungsbonus durch die neue Regierung möchte man hier eben noch einmal sich stärken und vor allen Dingen eine Möglichkeit finden, wie man diese Aktion trotzdem durchbringen kann.